Hallo, ich bin Monika, Azubi bei IPC Computer und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ein MacBook mit einem M1-Chip mit zwei externen Bildschirmen verwenden könnt. Ein leider sehr bekanntes Problem bei dem MacBook mit dem neuen M1-Chip ist leider der, dass das MacBook nur einen externen Bildschirm unterstützt. Und wir haben da eine Lösung gefunden. Mit unserer IPC Docking Station und Display Link könnt ihr zukünftig zwei externe Bildschirme verwenden. Um das Programm Display Link zu installieren, müssen wir einmal das im Browser aufrufen und dort die Mac OS Variante auswählen. Wenn wir etwas runter scrollen, kommen wir auch schon zu dem Download Button und zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir natürlich akzeptieren müssen. Anschließend sieht man oben rechts, dass der Download erfolgreich war und klicken mit einem Doppelklick drauf, um mit der Installation fortzufahren. Nun klickt ihr euch, wie im Video zu sehen, einmal durch und akzeptiert natürlich die Bedingungen und wählt einen Speicherort aus für das Programm. Hier müsst ihr einmal euer macOS Passwort eintragen, beziehungsweise das, mit dem ihr euch an eurem MacBook auch einloggt. Nun war die Installation erfolgreich und wir können die Datei in den Papierkorb legen. Oben seht ihr nun ein Logo, wo wir einmal den Haken hier aktivieren müssen. Der sorgt dafür, dass sich das Programm automatisch öffnet, sobald ihr euren Mac startet. Übrigens könnt ihr den Treiber von DisplayLink auch ganz einfach und schnell über unseren Shop installieren. Da geht ihr einfach wie folgt auf den Artikel. Und dort findet ihr dann einen Button, der lautet Treiber downloaden. Nach der erfolgreichen Installation müssen wir noch eine kleine Änderung im System vornehmen, wofür wir einfach auf das Apple-Logo gehen, oben und in die Systemeinstellungen. Dort wählen wir Sicherheit und Datenschutz. Ganz oben seht ihr auch die Reiter, da ist ganz wichtig, dass ihr im Datenschutzreiter seid und wählt nun Bildschirmaufnahme. Öffnet das Schloss, nun müsst ihr eure Touch-ID oder ein Passwort eintragen und den Haken bei Display Link Manager setzen, auf Beenden und erneut Öffnen klicken und anschließend das Schloss wieder schließen. Nun ist das Programm Display Link vollständig einsatzbereit. Um nun unser MacBook mit den zwei Bildschirmen zu verbinden, brauchen wir natürlich unsere IPC Computer Docking Station. Diese unterstützt einen 5K-Monitor und bis zu zwei 4K-Monitore. Und wie ihr hier auch sehen könnt, hat diese reichlich USB-Anschlüsse, um externes Zubehör zu verwenden, wie zum Beispiel eine Tastatur oder Maus. Für weitere Infos könnt ihr gerne mal in die Infobox schauen, dort verlinken wir euch gerne nochmal unser Video zur Docking Station. Um nun unsere Docking Station in Betrieb nehmen zu können, müssen wir diese natürlich mit unserem MacBook und unseren zwei Monitoren verbinden. Und wie ihr hier auch sehen könnt, ist sie beschriftet mit Display 1 und Display 2. Hier muss immer je ein Steckplatz belegt sein. Bei Display 1 haben wir uns hier für einen DisplayPort entschieden und beim Display 2 für ein HDMI-Kabel. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Stromkabel. Das befindet sich auch im Lieferumfang. Und zu guter Letzt verwenden wir hier noch ein USB-C zu USB-C Kabel, um so die Verbindung zum Notebook zu ermöglichen, und über dieses könnt ihr auch euer Gerät laden. Wurde das MacBook erfolgreich angeschlossen, und damit ihr einmal seht, dass ihr wirklich auch alle drei verwenden könnt, haben wir jetzt hier mal alle drei aufgemacht, einen Tab aufgemacht oder hier einfach mal eine App, dass ihr auch seht, die funktionieren einwandfrei. Ihr könnt alle drei benutzen und die sind nicht gespiegelt. Und das Praktische ist eben noch, dass ihr hier an der Docking Station vorne noch zwei USB-Anschlüsse habt, wo ihr eben noch Tastatur und Maus oder ähnliches Zubehör verwenden könnt. Das war's auch mit dem Video. Die Docking Station findet ihr verlinkt in der Infobox, falls ihr sie bequem über unseren Online-Shop bestellen wollt. Und sonst bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Bis dahin, tschüss!